Hosted. Und hallo zurück bei Minimetro mit Jakob. Das bin ich. Ich habe gerade gemerkt, dass in den letzten Folgen hier oben links immer die FPS-Anzahl zu sehen gewesen ist. Das heißt, ihr konntet sehen, an was für einer Powermaschine ich hier arbeite. Ist ja aber wurscht, hat ja hoffentlich niemanden allzu sehr abgelenkt. Und ja, ich denke, ich werde jetzt hier einmal das Spiel fortsetzen. Wir sind auf der Berlin-Karte und haben gerade Bedarf zur Pause gehabt, weil sich hier extrem der Verkehr staut. Und ich frage mich ein bisschen, warum. Hier führen drei Linien durch. Hier dürften im Prinzip alle Passagiere auch abgeholt werden. Deswegen, ich werde es mal einen Moment laufen lassen, auch wenn sich die Leute da vielleicht ein bisschen aufregen mögen. Hier kann ich keinen neuen Tunnel bauen, weswegen die rote Linie hier verlängert werden muss. Leider. Und ich frage mich jetzt gerade, ob ich die rote Linie nicht nur nördlich dieses Flusses, also langführen lasse. Aber hier sind eigentlich nur runde Bahnhöfe, die dann von der roten Linie erfasst würden. Das ist ziemlich suboptimal. Also insofern, ich lasse es erstmal so laufen. Das hier ein bisschen schöner. Hallo. Wir sind ja auch Ästheten, ne? Ja, guck mal. Herrlich. Okay, ich lass mal weiterlaufen. Und dann schauen wir, was hier Sache ist. Mein Gott, die Leute warten hier aber auch echt wie bescheuert. Habe ich noch irgendwas in petto? Nee, nix, was ich denen irgendwie noch hinstellen könnte. Ja. Also es werden auch nicht weniger, ne? Also, ich glaube, da läuft mir bald die Zeit ab. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die alle zu einem quadratischen Bahnhof wollen. Und der einzige quadratische Bahnhof, der hier in der Nähe ist, beziehungsweise der hier überhaupt auf der Karte ist, das ist sehr erstaunlich, ist hier der auf der grünen Linie. Das heißt, ich könnte mal gerade die rote Linie hier mit langführen lassen. Das würde die Sache an der Stelle vielleicht ein bisschen entzerren, aber auch wirklich nur an der Stelle. Das ist eine reichlich dämliche Idee, die ich da gerade hatte. Ich werde die dunkelgrüne Linie da langführen lassen. Das macht die Sache dann doch, glaube ich, ein bisschen gescheiter. Okay. Ja, ich nehme euch doch mit. Ich nehme euch doch mit. Ist doch okay, ihr müsst doch gar nicht so meckern. Nur aber flott. Also, auch du, hellgrüne Lok, ihr müsst mal einen Zahn zulegen. Echt jetzt. Ah, jetzt. Ja, okay. Also, die Lage hat sich etwas entspannt, aber nicht sehr. Und darüber habe ich jetzt, glaube ich, auch den Rest der Karte ziemlich vernachlässigt. Man sehe sich die wunderschöne Streckenführung hier der dunkelgrünen Linie an. Mein Gott, nee. Der ist so richtig mittendrin. Aber er ist wenigstens quadratisch, sodass dann Leute, die hier sich offenbar immer fürs Quadrat stauen, dann doch noch ein Ventil haben, wo sie hinfahren können. Und ich habe eine neue Lok bekommen, was auch immer was Wunderbares ist. Das ist so wirklich, nee, nicht die Wahl zwischen Pest und Cholera, sondern andersrum, zwischen Sahnetorte und Honigkuchen. Verdammt, was nehme ich denn jetzt? Ich glaube, ich entscheide mich für eine neue Linie und halt hier den ganzen Kram erstmal an. Also die hellgrüne Linie hat einen okayen Verlauf, finde ich. Die dunkelgrüne Linie ist halt inzwischen echt mal beschissen. Es ist gar nicht schlecht, dass die hier entlang fährt, weil hier offenbar sehr viele Leute ein- und aussteigen. Ich weiß nicht, inwieweit das eingebaut ist. Ja, das bedeutet allerdings eben, dass die dunkelgrüne Linie im Moment ziemlich stark ausgelastet ist. Ja, das hätte ich so vielleicht nicht machen müssen, genau. So.
Jetzt ist die dunkelgrüne Linie ein wenig entlastet. Die gelbe Linie ist mir nämlich gerade ins Auge gesprungen. Die hat immer noch fast gar nichts zu tun. Und ich glaube, das werde ich einfach mal so lösen, indem ich, Moment, hier die rote Linie wegkürze und hier unten lang führen lasse. Und die gelbe Linie dann hier in den Westen führen lasse. Das erscheint mir gerade doch relativ sinnvoll. Kann die rote Linie hier der dunkelgrünen auch noch ein bisschen helfen? Das wäre ganz klug, denke ich mal. Auch wenn die dann hier noch die Tortenstücke mitnimmt. Ah, ich rede hier ständig von Essen und von Torte. Das ist gar nicht mal so gut. So, jetzt kommen hier direkt ein paar Züge bei diesem Bahnhof an. Der eine ist aber einfach so durchgefahren, ohne irgendwen mitzunehmen. War wahrscheinlich noch voll ausgelastet. Okay, hier, die steigen ein. Der Bahnhof ist auch mal wieder ganz gut belastet mit Leuten. Ich habe aber... Doch, ja, ich habe ja noch eine Lok bekommen. Die Lok lasse ich dann mal auf der roten Linie langfahren. Ne, da habe ich zwei. Die gelbe Linie ist... Ja, okay, das ist... Ja, genau, die gelbe Linie ist jetzt relativ belastet gewesen, dadurch, dass sie sehr viel länger geworden ist. Okay, neuer Bahnhof. Moment, ich habe ja eine neue Linie. Haha! Ja, mein Gott, und ich mache mir hier Sorgen. Okay, ich habe noch die braune Linie dazu bekommen. Und die braune Linie, die wird jetzt hier mal entlang kacken. Es tut mir leid, wenn Kinder im Raume sind. Das mit dem Diamant da oben macht mir ein bisschen zu schaffen. Dass der von nix angefahren wird, außer von hellgrün. Ich glaube, das hier ist gar nicht so sinnvoll, die braune Linie hier beginnen zu lassen. Es wäre wahrscheinlich besser, sie hier noch durchzuführen. Pass auf, die hellgrüne Linie ist lang genug, dann fährt hier nur noch die braune lang. Und das wäre, glaube ich, soweit in Ordnung für mich. Und wenn ich die dann... Wow, wow, wow. Wollte ich das? Ist das klug? Nein, ist es nicht. Dann werde ich sie mal hier wieder wegführen. Okay, prima. Lasse ich sie zum Dreieck fahren oder zum Quadrat? Ich glaube, das Quadrat ist etwas gefragter gewesen in letzter Zeit. Ja, so lasse ich die braune Linie mal entlang fahren. Ich habe hier etwas querlaufende Verbindungen. Scheint jetzt gerade aber in Ordnung zu sein. Habe ich denn auf der neuen Linie überhaupt eine Lok fahren? Nein, habe ich nicht. Okay, das bedeutet, das ist kein Automatismus, dass eine neue Linie dann auch eine neue Lok mit sich bringt. Denn ich habe gerade noch eine zusätzliche Lok auf die gelbe Linie gestellt, meine ich. Ja, genau, dann kann ich... Wah! Nein, das lasse ich mal sein. Okay, dann setze ich dich mal hier auf die braune Linie. Und du bist mal wieder ein Bahnhof, den ich so gar nicht gebrauchen kann. Eieiei. So, es läuft, es läuft. Wie am Schnürchen, abgesehen von hier, aua, der Sternbahnhof. Habe ich noch einen Tunnel? Nein. Kann ich die rote Linie das auch noch mit abfrühstücken lassen? Schlechterdings. Was habe ich denn hier so an Loks rumfahren? Ah, da kommt gerade eine für die dunkelgrüne Linie. Jetzt ist die gelbe Linie tatsächlich ein bisschen stark belastet. Okay. Hier läuft es gerade auf den Komplett-Kollaps hinaus. Sozusagen den Knockout.
Okay, das heißt, ich werde die rote Linie mal hier von dem Kreisbahnhof lösen. Das entspannt die ganze Sache vielleicht ein bisschen. Oh, oh, die Zeit läuft da immer noch weiter ab. Ich glaube, ihr seht das erste Mal jetzt, wie ich auf regulärem Weg ein Spiel verliere. Eieieiei. Boah. Kann ich ihn machen hier? Zack. Du wirst da jetzt hingebeamt, ob es dir gefällt oder nicht. Oh, ich kriege eine Lok mit Waggon und mach sofort Pause. Eieieiei, das war jetzt ganz schön knapp. Du wirst sofort dahin gesetzt, du neue Lok mit Waggon. Und holst hoffentlich noch rechtzeitig. Ja, oh, es hat gerade noch so geklappt. So, hier staut es sich. Das ist doof, weil ich keine Tunnel habe. Nein, ich habe keine Tunnel. Da staut es sich jetzt allerdings zunehmend. ich brauche noch eine Beförderungsmaßnahme auf der gelben Linie. Und ich habe hier oben einen Bahnhof dazu bekommen, den ich überhaupt nicht mitbekommen habe. pass auf, Kinners. Das machen wir jetzt so, dass ich dich hier nehme und ja, ist auch mal echt schick jetzt. Du kommst hier hin. Nein, Moment, Moment, falsch, falsch. Du kommst hier hin. Wie schön, dass man seine Züge auch einfach so versetzen kann. Neuer Bahnhof. Braune Linie wird auch echt nicht schöner, ne? Ich glaube, das liegt auch einfach darin, dass sie braun ist. Okay. Okay. An mehreren Bahnhöfen sind die Leute echt ungeduldig jetzt. Hier warten Sie. Bislang geht es noch. Ich brauche mehr Loks und Waggons. Und ich habe weder Loks noch Waggons. Ich könnte mir höchstens um die Streckenführung mal Gedanken machen. Ja, hier läuft langsam die Zeit ab. Fährt auf Gelb jetzt überhaupt nichts mehr? Doch, auf Gelb fährt noch was. Pass auf, dich setze ich mal direkt dahin. Okay. Hier ist die Zeit abgelaufen. Ich glaube, ich habe das Spiel verloren. Jawohl. Das habe ich jetzt auch erst im letzten Moment gesehen. Also ich meine, wenn man jetzt so Backseat Gaming-mäßig wie ihr das ohne Zweifel macht, wenn man sich hier das Ganze schön anguckt und ja, nett mal abends YouTube und keine Ahnung, dann ist das natürlich sehr leicht, das zu sehen. Ich habe es jetzt aber gerade einfach komplett gar nicht gesehen. Ja, ist halt immer eine andere Sache, wenn man dann derjenige ist, der dann mit der Maus rumfuchteln soll. Wie dem auch immer sei, ich würde sagen, genug gefuchtelt. Das war jetzt erstmal das Spielende. Ich meine, das hier war jetzt Episode 4, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, ich würde sagen, für einen kleinen Ersteindruck wird es reichen. Wenn ich dann nochmal irgendwie Bock habe, noch ein bisschen was nachkommen zu lassen, dann werde ich das in jedem Fall auch mal wieder auspacken, das Spiel. Ansonsten werde ich, glaube ich, vor allem off-camera erstmal dafür sorgen, dass ich ein bisschen besser hier drin werde, denn das waren jetzt eben zwei Spiele, wo ich mich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert habe. Boah, und wenn ihr dran Spaß hattet, dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Minimetro. Ja, ich muss weg.